Govinda Hari Gopala Hari, Erläuterung von Kirtan 182 aus dem Yoga Vidya Kirtan Heft. Govinda Hari Gopala Hari, He Prabhu Dina Dayala Hari, ist ein Mantra für Trost. Es ist ein Mantra, das man besonders singen kann, wenn man verzweifelt ist, wenn man niedergeschlagen ist. Hier wird Krishna angerufen als Prabhu Dina Dayala. Dina heißt niedergeschlagen und Dayala heißt voller Mitgefühl. Krishna ist Dina Dayala. Er ist voller Mitgefühl mit allen, die niedergeschlagen sind. Krishna ist aber auch Govinda und Gopala. Er schützt uns. Govinda ist ein guter Hirte. Gopala, er schützt alle Wesen. Und Hari heißt derjenige, der voller Liebe ist, derjenige, der die Herzen aller zu sich zieht. Hari heißt auch gelblich, heißt leuchtend, strahlend wie die Sonne. Wenn es dir also mal nicht gut geht, dann kannst du dieses Mantra wiederholen und du kannst dir bewusst machen, ja, Gott ist für dich da, Gott schützt dich, Gott strahlt Licht auf dich, Gott wird dir immer beistehen. Öffne einfach dein Herz für ihn.